Wunderbar. Ja, gestern klang ja schon in der Einleitung von Herrn Trute an, über bestimmte Fragen denken wir selten nach. So, wie lesen wir, wie arbeiten wir, wie schreiben wir? Und in vielen Beiträgen gestern, fast in jedem, war irgendwie immer so ein Punkt, naja, diese ganzen Datenbanken, was machen die mit uns und mit dem juristischen Arbeiten in den unterschiedlichen juristischen Berufsfeldern? Ich möchte mich heute mit diesem Thema beschäftigen, aber jetzt keine umfassende Theorie oder so etwas anbieten, sondern etwas viel Schlichteres Ihnen nahebringen und dann vielleicht auch noch in Diskussion einsteigen. Nämlich das, was ich glaube, Herr Trute hat Katrin Passig zitiert, dass wir unsere unbekannte Gegenwart vielleicht ein bisschen besser verstehen. Jedenfalls den einen oder anderen blinden Fleck versuche ich vielleicht hier etwas aufzuklären. Wenn Sie sich den Titel angucken, stellen Sie fest, wow, viele Fremdwörter. Klingt sehr gelehrt, sehr akademisch. Versuchen wir das Ganze mal ein bisschen herunterzubrechen und mit dem etwas mit dem interessantesten Begriff, würde ich sagen, anfangen. Was hat es denn mit dieser Topik, mit diesem topischen Problem auf sich? Topik, das ist so ein Teildisziplin der Rhetorik. In Hagen haben wir lange eine Tradition gehabt der juristischen Rhetorik. Gräfin Schlieffen hat da relativ viel auch veranstaltet. Und da geht es um Argumentationsmuster. Da geht es darum, jemanden zu überzeugen. Und die Topik ist so als Teilgebiet der Rhetorik, da geht es eben darum, vernünftige Argumente zu finden, überzeugende Argumente zu finden, vor allen Dingen einen Überblick über meine Argumentationsmöglichkeiten zu gewinnen, in systematischer Art und Weise. Und das hat ein bisschen was auch zu tun durch mit juristischer Methodenlehre. Wie überzeuge ich jemanden? Wie kann ich meine Ideen, meine Argumente so bauen, dass mein Gegenüber auch überzeugt ist? Und Argumente, das sind so Bausteine, die in meinem rhetorischen Produkt erscheinen, sei es jetzt ein Text oder eine Rede. Und in der klassischen Rhetorik unterscheidet man zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Tools, die man da so verwendet. Das sind einmal die künstlichen und dann dieser komische Begriff, die unkünstlichen Beweismittel. Was hat das mit künstlich, unkünstlich auf sich? Na, die Kunst ist halt die rhetorische Kunst. Und die künstlichen, das sind diejenigen, die man mit rhetorischer Kunst erzeugt. Und die untechnischen, das sind eben die, die so gegeben sind. Dazu gehören zum Beispiel Gesetze, Urteile, Sachverhalte, die andere Leute schon gesagt haben, also irgendwelche Meinungen aus der Literatur, wenn ich es jetzt mal in den juristischen Kontext übersetze. Und diese Zweiteilung findet sich sehr schön bei Cicero. Und gestern, Herr Repken hat ja schon ein bisschen Latein gebracht, da knüpfe ich doch gleich mal an. Man kann nicht genug Latein machen bei Digitalisierung, ja. Und Cicero sagt im Prinzip, dass man sich als Redner, als Rhetor mit zwei Dingen auseinandersetzen muss. Zum einen mit Dingen, die man sich nicht selbst ausdenkt, wie eben Gesetze, Urteile und so weiter. Und dann muss man eben sich mit Dingen auseinandersetzen, die eigene Redeweise, die eigene Argumentation betreffen. Und diese Dinge, die muss man finden. Interessant, dieser Begriff finden, das ist ja das, was wir im Bibliotheksbereich häufig verwenden, ja, suchen und finden und was findet man im Katalog und so. Für Cicero ist das kein Problem. Also offenbar sind Gesetze und Meinungen von Kollegen, Kolleginnen gab es da ja nicht so viele damals, für ihn kein großes Problem, die sind einfach da. Also letzten Endes geht es für ihn um, sag mal, auf der einen Seite vielleicht Fakten und dann um technische Kniffe. Heute ist das Ganze vielleicht ein bisschen komplexer zu sehen und wenn wir jetzt topisch etwas weiter fassen, dann kann man sagen, Topik hat auch was mit der Ordnung des Stoffes zu tun. Und natürlich, wenn ich meinen Stoff ordnen will, dann muss ich auch entscheiden, welche Literatur ich konsultiere, welche Rechtsprechung für mich relevant ist, welche vielleicht nicht relevant ist. Also auch das Suchen nach Informationen, nach Inhalten könnte man ein Stück weit auch in die rhetorische Praxis, in die Topik auch mit einbauen. Ja, gut. Vielleicht immer noch nicht ganz klar geworden, worauf vielleicht jetzt hinaus. Gehen wir noch mal genauer auf topisch. Woher kommt das griechische Wort topos? Ort, Raum, so ganz plastisch ausgesprochen. Und da, wo wir heute immer nachgucken, nämlich in der Wikipedia, da findet man das sehr schön erklärt, wahrscheinlich in jedem anderen Buch auch, Ortslehre oder Lehre von der Verortung.
Es ist natürlich ein, wie Sie sagen, so ein metaphorischer Gebrauch. Vielleicht können wir das mal ganz handfest aufgreifen, gerade was die juristische Informationssuche anbelangt, um es mal so auszudrücken, am Regal. Also da, wo wir nach juristischen Argumenten suchen, wo wir uns vorbereiten, wenn es darum geht, etwas zu schreiben, einen Fall zu bearbeiten und so weiter, dann suchen wir in der Regel solche Räume auf und finden in diesen Räumen in einer ganz bestimmten Ordnung Inhalte. So, und diese Ordnung, die ist nicht selbsterklärend, da muss man sich einüben. Ja, das sind so die typischen Erfahrungen, wenn man ein Jurastudium hat, so die ersten paar Semester, die erste Hausarbeit ist auch so eine Initiationserfahrung, dass man also sozusagen sein Zelt quasi im juristischen Seminar aufschlägt, das als Biotop für sich entdeckt und da also die ersten Schritte in diesen juristischen Informationskosmos unternimmt. Natürlich gibt es Reiseführer, ja, dazu, so eine Art von Literatur, aber Hand aufs Herz, wer liest sowas eigentlich? Also ich habe es nicht gelesen, ich weiß auch nicht, wer es liest. Ist ganz nett, natürlich, klar. Und ich würde auch sagen, es ist eine strategische Entscheidung, ob man die Lesezeit in ein Buch über juristisches Zitieren investiert oder über eine Einführung, sagen wir mal, in öffentliches Baurecht. Das ist dann so eine Frage. Und ich glaube, die Entscheidung ist relativ schnell gefallen, dass man sich das Zitierbuch vielleicht nicht so zu Gemüte führt und viele andere dieser Art von Literatur eben auch nicht. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie dumm bleibt, sondern im Laufe des Studiums lernt man natürlich die Fachliteratur kennen und auch professionell zu benutzen. Aber das sind eher so informelle Lernvorgänge, die man halt Learning by Doing und mit Umwegen und was machen denn so die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die man so im Biotop des Seminars mehr oder weniger erlernt. Oder um es im besten Fußballdeutsch zu sagen, wichtig ist am Regal. Also da bekommt man gewissermaßen seine erste Orientierung mit, wie juristische Literatur sortiert ist, was ein guter Kommentar ist, was eine gute Monographie ist. Man lernt vielleicht, ach, das sind die interessanten Verlage, das sind wichtige Schriftenreihen, so sehen Entscheidungssammlungen aus. Das ist vielleicht Literatur, ach so, Verlag, vielleicht ist das doch nicht so die Fachliteratur. Also, Sie merken schon, im Seminar finden diese ganzen Vorgänge statt und da lernt man gewissermaßen diese Dinge. So könnte man jetzt also sagen, juristische Informationskompetenz ist für viele erst einmal so eine Orientierung im Raum einer ganz bestimmten Bibliothek, nämlich der Seminarbibliothek. Und da lernt man die verschiedenen Literaturgattungen kennen, wie die funktionieren, welche Rolle die haben. Die Ordnung in diesem Raum ist wichtig. Auch die Auswahlentscheidung in der Bibliothek ist natürlich wichtig. Letzten Endes mal sagen, Informationskompetenz ist also eine Bücherkunde und Zitationswissenschaften. Jetzt, wenn wir sagen, ja, Moment mal, ist der Herr Steinau auf der richtigen Tagung? Ich meine, wir wollen doch über Digitalisierung reden. Jetzt kommt er mit so Regalen um die Ecke. Okay, gut. Wir reden über Digitalisierung. Selbstverständlich ist das nicht mehr so in Reihenform, wie ich das gerade geschildert habe. Es war so ein Blick zurück. Ich habe 91 angefangen zu studieren. Da war das so. Und bei sehr vielen ist das wahrscheinlich immer noch so im Gedächtnis, dass das so war. Es ist natürlich sowas passiert. Ja, die NJW, die ist dann plötzlich als CD-ROM erschienen. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es diese tollen Computer mit den bernsteinfarbigen Bildschirmen, wo man da mal bei Use, das war auch auf so einer CD, mal recherchieren konnte. Wahnsinn, ja. Also da hatte man plötzlich das, was man am Regal hatte, eben in Nullen und Einsen umgewandelt in digitaler Form. Das ist also die Digitalisierung und natürlich muss man das auch benutzen können. Dann sieht das so aus, dann hat man jetzt die Datenbanken, dann hat man hier einige Bücher so in einer digitalen Bibliothek und dann kann man das als E-Book aufrufen, dass diese schöne Rechtswissenschaft-Lehren für Bibliotheken den zehnfachen Preis kostet vom noch gedruckten Buch, sei jetzt nochmal so eine kleine Bemerkung am Rande, das ist auch ein spannendes Thema. Also diese Sachen muss man aber irgendwie dann benutzen lernen und natürlich gab es auch sehr früh entsprechende Fachliteratur für dieses Thema.
Reiseführer ins Internet, als das Internet so Mitte der 90er Jahre so langsam Fahrt aufnahm, vorher schon so Hinweise, wie benutzt man den Computer im Jurastudium, großes Thema damals, Formatierung von Hausarbeiten, Word, Literaturverwaltung. Und wir hatten gestern auch die Frage, muss man programmieren können? Ja, in der Frühzeit der EDV selbstverständlich gab es auch Programmieren für Juristen, entsprechende Buchtitel und all solche Sachen. Das war so diese Art von Literatur. Und die sollte einen jetzt einführen in die schöne neue Datenbankwelt. Die sieht dann so aus. Man muss dann nicht mehr an einem Regal oder so entlang gehen, sondern kann sehr einfach und simpel irgendein Stichwort eingeben, zum Beispiel hier Informationskompetenz jetzt bei Back Online und bekommt eine ganze Menge Treffer in einer sehr aufgeräumten Umgebung. Also alles doch sehr spannend, sehr schön. Und was man alles entdecken kann. Ja, es gibt tatsächlich sogar einen eigenen Eintrag in einem juristischen Kommentar zur Bedeutung von Informationskompetenz. Super, da wäre ich ja nie drauf gekommen, in der alten Papierbibliothek so etwas jetzt zu finden. Ja, gut, das ist jetzt also die Digitalisierung. Das Problem bei der Digitalisierung ist aber, wie bringen wir das unseren Studierenden bei? Wie thematisieren wir das? Und vor allen Dingen, wer thematisiert das Ganze? Und hier gibt es ein interessantes Phänomen, das ich jetzt ein bisschen expliziter machen möchte. Für diejenigen unter uns, und das sind, glaube ich, die meisten, die derzeit in Jura lehren, die haben ihre Sozialisation mit juristischer Informationsversorgung halt am Regal erlebt und haben auch diese Phasen der Digitalisierung mitgemacht über die CD-ROM, dann kam Internet und so weiter. Und wie haben diese Menschen die Digitalisierung erlebt? Ich kann jetzt mal aus meiner Warte sprechen und vielleicht finden sich viele, die ähnlich sozialisiert worden sind in ihrer Informationskompetenz da wieder. Für mich war diese Art der Digitalisierung vor allen Dingen eine Beschleunigungserfahrung oder eine Vereinfachungserfahrung. Ich musste also jetzt nicht mehr zum Beispiel ans Regal gehen, einen Zeitschriftenaufsatz herausnehmen, den auf den Kopierer legen, die Kopie machen und mich dann intensiv damit beschäftigen, sondern ich hatte das gleich am Bildschirm und konnte es, sagen wir mal, ausdrucken. Quasi Instant-Dokumentlieferung. Wartezeiten bei der Fernleihe wurden immer mehr reduziert. Ältere wissen noch vom dreigeteilten rosa Leihschein. Irgendwann wurde der dann automatisch bedruckt. Das war dann schon die nächste Vereinfachung. Irgendwann gab man das in eine Maske ein und dann waren die Fernleihen nicht mehr nach 4 Wochen da, sondern wenn man es Montag aufgegeben hatte und man hatte Glück, könnte schon am Donnerstag das Buch da sein. Also Beschleunigungserfahrungen noch und nöcher. Aber alles das, was wir im digitalen Bereich finden, können wir als Treffer einsortieren in unsere, ich sag mal, innere Seminarbibliothek, weil wir dieses Raumbild haben. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel hier aus dem Kommentar von Ulmer Eilfort, Oberkfell. Wenn ich mich zu juristischer Informationskompetenz informieren möchte, dann hätte ich vermutlich niemals den Bereich Urheberrecht, gewerblicher Rechtsschutz in der Bibliothek aufgesucht und in meinem Kommentar zum Verlagsgesetz recherchiert. Netter Beifang. Sondern ich wäre zum allgemeinen Bereich ganz vorne gegangen, wo die Bibliografien und so stehen, und da gibt es irgendwas zu Arbeitsmitteln und hätte da in der entsprechenden Fachliteratur etwas gefunden und sicherlich etwas sehr Interessantes und Relevantes gefunden. So, und jetzt kommt aber das Problem, dass unsere Studierenden diese innere Seminarbibliothek in der Form eigentlich gar nicht mehr haben. Die sind gewissermaßen postdigital unterwegs. Für die gab es immer schon dieses Internet und gab es immer schon diese Informationsmöglichkeiten. Die recherchieren bei Back Online und finden diesen Beitrag. Wie ordnen Sie den ein? In meiner inneren Seminarbibliothek würde ich den einordnen wie, ist ganz nett, aber ist nicht relevant. Jedenfalls nicht in erster Linie relevant. Mal gucken. Jemand, der nur in der Datenbank recherchiert, sieht, oh, auf der ersten Seite und gleich ein Kommentar, das muss ja spannend sein. Das heißt, diese ganzen
Ordnungsmarker, die der Raum der Bibliothek anbietet, bietet der digitale Bereich in der Form so nicht an. So, und wir Älteren, wir merken das nicht, weil wir gewissermaßen diesen Raum noch in uns haben, in diesem Raum sozialisiert worden sind. Und wir sehen diese digitalen Dinge ganz anders, als das die postdigitale jüngere Generation sieht. So, jetzt haben wir gesprochen. Hier ist noch eine kleine Zusammenfassung dazu. Also für uns Ältere ist dieser ganze digitale Bereich eben, sieht er anders aus als für die Jüngeren. Und wir unterliegen da, ich nenne das gerne so einem ökologischen Fehlschluss, was die digitalen Möglichkeiten anbelangt. Wir sehen vielleicht Informationsprobleme, die Jüngere haben, sich dort zu orientieren, in der Art und Weise nicht. Und das kam ja gestern schon mal auf. Was ist da eigentlich für ein Algorithmus hinter der Datenbank? Wieso sind da irgendwelche Ergebnisse so, so? Ich erwarte doch andere Sachen. Natürlich erwarte ich andere Sachen, weil ich diese Ordnung habe mit den Sammlungen der großen Gerichte, mit den Handbüchern. Und das sind für mich erstmal die ersten Anlaufstellen. Und ich gucke, was die Datenbank mir rausgibt. Ach, das ist nicht aus diesem Bereich der Literatur, dann kann das ja erstmal nicht so relevant sein und ich habe einen kritischen Blick darauf. Während jemand, der diese Orientierung im Raum in den klassischen Medien nicht hat, erst einmal sieht, oh, das ist ja hochgerankt, relevanteste Treffer, sagt ja auch die Datenbank, dann muss das ja an der Stelle schon mal relevant sein. Das heißt, juristische Informationskompetenz in einem digitalisierten Umfeld kann sich nicht mehr auf so ein, sag mal, Bedienungsanleitungswissen beschränken. Aber das ist es häufig. Einführung in die Benutzung von Back Online, Einführung in die Benutzung von Use etc. Ich weiß nicht, wer schon mal Datenbankschulungen mitgemacht hat. Schrecklich langweilig, funktioniert seit 20 Jahren nicht im Bibliothekswesen. Trotzdem machen wir das und sagen, ganz toll, ganz wichtig, Informationskompetenz, Teaching, Library, whatever. Aber irgendwie erreichen wir den Punkt nicht. Wir erreichen die Leute nicht, die Informationskompetenz richtig an den Mann, an die Frau zu bringen. Aber dabei bleibt es ja nicht stehen. Es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt plötzlich das Gleiche in Form von Datenbanken haben. Das wäre ja nur die Digitalisierung. Gestern hatten wir auch häufig dieses Thema der Wechselwirkungen. Das ist nämlich genau digitale Transformation. Ich packe das Analoge ins Digitale. Da ist erstmal noch nicht viel passiert. Ich habe nur die Form gewechselt. Aber das Digitale gibt mir plötzlich neue Möglichkeiten. Und diese neuen Möglichkeiten verändern möglicherweise meine bisherigen Praktiken oder schaffen ganz neue Dinge, die es im Analogen so nicht gab. Und dann sieht die Welt nach einiger Zeit ganz anders aus und ist nicht mehr so, wie sie analog war. Das ist diese Digitaltransformation. Das ist ein offener Prozess. Wir sind mittendrin. Man kann nicht sagen, das geht in die und die Richtung. Aber man kann schon mal so einige Punkte sehen. Und da eignen sich natürlich auch juristische Fachinformationen. Und man kann nicht mehr so einfach sagen, dass das irrelevant sei. Und auch darauf muss ich natürlich eine professionelle Informationskompetenz irgendwie einstellen können. Ich habe jetzt hier einfach mal auf dieser Folie so ein paar Beispiele von juristischen Inhalten, die in einer digital transformierten Welt existieren, die in einer analogen Welt so nicht existiert haben. Und man kann nicht auf den ersten Blick sagen, dass das irrelevant ist. Zu sagen, Wikipedia ist irrelevant, finde ich eine mutige Aussage. Es gibt schon einige vorsichtige empirische Untersuchungen in dem Bereich, was die Qualität anbelangt. Um mich mal kurz zu informieren, ob ich jetzt zu einem Kurzlehrbuch von Beck greife oder mal bei Wikipedia nachgucke, der Informationsgehalt dürfte der gleiche sein bei Wikipedia, manchmal sogar besser. Bei ausländischen Rechtsordnungen ist Wikipedia um Längen besser, weil ich dann sehr schnell in andere Sprachen springen kann. Gerade seltene Sprachen, denken Sie mal Region Südasien und sowas. Sie können die Sprachen, Sie finden da Dinge, da brauchen Sie sonst eine Max-Planck-Bibliothek, um das zu sortieren. Vor allem die Literaturhinweise können da ganz interessant sein. Also ist ein ernstzunehmendes Rechercheinstrument. Vielleicht nicht zum Zitieren, aber zum Recherchieren sicher ein wichtiges Instrument. Dann sehen Sie sich Twitter an. Ja, was hat denn Twitter mit juristischer Fachinformation zu tun? Naja, wenn Sie wissen, dass hier unten Winfried Feil ein relativ wichtiger Kommentator im Datenschutzrecht ist und wenn Sie dann auch noch wissen, dass Winfried Feil, wenn er neue Kommentierungen schreibt, seine steilen Thesen mal bei Twitter in der Fachcommunity austestet, ob das gut ist oder nicht, dann würde ich sagen, ist es sehr interessant, Winfried Feil zu folgen und manche Diskussionen sich da anzugucken, weil man da wirklich quasi eine Seminaratmosphäre in Social Media hat und manche Zuspitzung in einem Tweet zitierfähig. Interessante Frage. Verfassungsblog ist mittlerweile schon relativ etabliert.
Ja, am Vormittag macht das BVFG irgendeine Entscheidung. Am Nachmittag zum Tee kann man gleich schon die Erstanalyse im Verfassungsblock lesen. Nicht schlecht unbedingt, ja. Hat auch ein gewisses Standing mittlerweile. Oder denken Sie an so etwas wie Vorlesungen, die es in unterschiedlichen medialen Formaten gibt. Ich habe jetzt ganz willkürlich mal aus Mannheim rausgegriffen, etwas also zum Thema Wirtschaftsverfassungsrecht. Ja, kann man, das sind alles juristische Medien, die es so in der Form jetzt nicht gab und mit denen man irgendetwas machen muss und die man irgendwie einsortieren muss. Bei diesen Medien passiert plötzlich eine Sache. Es funktioniert die innere Seminarbibliothek nicht mehr. Diese räumlichen Bilder funktionieren nicht mehr. Und auch das, was juristische Medien ausmacht, wird ein bisschen in Frage gestellt. Denn wie will ich das jetzt sagen? Ist das jetzt ein Lehrbuch? Ist das jetzt ein Sammelband? Was ist das für eine Typologie? Und das bedeutet also, die juristische Informationskompetenz 2.0 muss sich von dieser klassischen Bücherkunde eigentlich mehr lösen. Und jetzt wird es spannend. Es muss mehr um Wissenschaftskommunikation im Recht gehen oder um Diskurskompetenz. Es ist vielleicht weniger wichtig, wo jemand spricht, sondern es ist wichtiger zu wissen, wer denn da spricht und wo diese Person eingeordnet ist im Diskurs. Das heißt, um heutzutage, gerade wenn aus digitalen Quellen ganz unterschiedliche Inhalte auf mich einprasseln, um das sortieren zu können, jetzt auch im Sinne der Topik, was sind da die relevanten Dinge für meine Argumentation, für mein rhetorisches Produkt, was ich verfassen will, Aufsatz, Rede, was auch immer. Da muss ich wissen, was wirklich relevant ist und was nicht relevant ist. Und das markiert nicht mehr einfach, das ist vom Beck Verlag, ein dicker Kommentar, muss also wichtig sein, steht auch in der Seminarbibliothek, steht 10-mal da, muss wirklich wichtig sein. Das habe ich nicht mehr, sondern ich muss mehr mich inhaltlich mit den Dingen auseinandersetzen, was natürlich extrem anspruchsvoll ist, wenn man das irgendwie in der juristischen Ausbildung vermitteln möchte. Und das kann man vielleicht auch nicht mehr so einfach sagen, ach, die Bibliothek zeigt schon mal, wie man bei Jus recherchiert und was abspeichert. Möglicherweise ist die Informationskompetenz und das Arbeiten in der digitalen Umgebung etwas, was im Studium ganz explizit auch immer mit thematisiert werden muss. Die spannende Frage ist, ist das neu? Ich würde sagen, nein. Ich habe jetzt hier den guten alten Pütter mal rausgegriffen, so quasi steht am Beginn der ganzen Einführungsliteratur gewissermaßen. Und Pütter, ganz doch im Stil der damaligen Zeit, hat so zwei Zugänge. Er sagt, naja, es gibt einmal so die Gelehrtengeschichte, das wäre jetzt das, was ich gerade so angeboten habe. Wer spricht denn da? Auch sehr interessant. Und dann gibt es noch diese Bücherkunde. Das ist aber was anderes. Und wir sind bislang, gerade auch durch ein etabliertes Verlagswesen, durch ein gut ausgebautes Bibliothekswesen, bis zur Digitalisierung quasi immer in dieser Bücherkunde unterwegs gewesen. Damit auch sehr gut gefahren. Ich würde behaupten, das trägt jetzt nicht mehr. Und die spannende Frage, und über die wir auch uns unterhalten können, wie sollen wir das neu aufgleisen? Und die Frage muss man deshalb mal so sich ins Bewusstsein heben, weil das gerade bei den meisten Lehrenden, die anders sozialisiert sind, nicht gesehen wird, dass sie halt noch diesen inneren Kompass haben, den sollten sie sich bewusst machen und sich auch bewusst machen, dass die Jüngeren das nicht haben. Und dass sie dann vielleicht Datenbanken ungeschickt nutzen, hat nichts damit zu tun, dass sie dumm sind oder sonst was, sondern wenn man ohne Landkarte im Feld unterwegs ist, dann verläuft man sich einfach. Und wir Eltern haben eben noch diese Landkarte und das hilft uns natürlich extrem. Die spannende Frage ist, wie können wir, um beim Bild zu bleiben, den jüngeren Menschen bei uns in der Juristerei diese Landkarte vermitteln? Ja, dieses Thema Informationskompetenz zieht größere Kreise. Es geht nicht nur um Informationskompetenz. Digitale Transformation stellt sehr vieles in Frage und zum Abschluss vielleicht nur noch einen kurzen Gedankengang. Ich bin mir nicht sicher, ob der Kommentar noch die Zukunft hat, die er als glorreiche Vergangenheit hatte. Was wir nämlich in juristischen Kommentaren sehen und auch in den digitalen Pendants ist, dass sie im Prinzip nur die Printwelt abbilden, was natürlich 1975, 1985 quasi 100% des relevanten Bereichs war. Das kann man aber heute nicht mehr sagen. Und ein Bereich, in dem ich mich ziemlich gut auskenne, ist der Urheberrechtsbereich und die Debatten, die da geführt werden. Und ich schätze Thomas Dreyer sehr und ich mag auch seinen Kommentar sehr. Und es ist ein tolles Ding, ja. Aber in dem Kommentar und allen anderen Kommentaren auch findet sich eben die klassische Beck und Co. Zeitschriften- und Kommentarbubble wieder.
Aber die große Diskussion über die Transformation im Urheberrecht, wo es hingehen kann, findet sich nicht wieder. Und ich habe als Beispiel jetzt dieses Bändchen von Rainer Kulhn, obwohl Bändchen ist untertrieben, ist ein dickes Buch. Übrigens Open Access, kann man googeln und sich angucken, wenn Sie das interessiert. Wo Kulhn die sehr, sehr streitige Debatte zur Urheberrechtsreform des Zweiten Korps 2007, 2008 komplett mal nachgezeichnet hat. Und von diesen Dingen ist relativ wenig in die Kommentare eingegangen. Jetzt vielleicht über Kulhn wieder zitierfähig, aber die reinen Dinge, die in Netzforen passiert sind, in Blogs etc., das ist sehr schwierig, das einzufangen. Natürlich könnte man sich auch die Frage stellen, ist es sinnvoll, das einzufangen? Ist das nicht einfach nur Gespräch und Unterhaltung und brauche ich nicht Kristallisationspunkte, wie das klassischerweise vielleicht der Aufsatz ist oder die Monographie und das, was vorher im Seminar passiert oder auf Workshops und sonst wie, das dokumentieren wir ja auch nicht in dieser Art und Weise. Aber was wären dann die neuen Kristallisationspunkte für das, was in Online-Kontexten passiert? Ist das der Aufsatz? Ich weiß es nicht. Auch darüber müsste man sich unterhalten. Aber das ist ein anderes Thema. Für jetzt danke ich Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf den Austausch und die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank.